Rebecca, die Krise in und um die Ukraine zeigt gerade wieder, wie ungünstig es ist, wenn die Europäische Union so einseitig abhängig ist von Energieimporten, wie sie es gerade von Russland ist. Wie kommt man da raus? Die Krise zeigt, dass wir in einer Welt voller Abhängigkeiten leben und dass die Rohstoffe, von der westlichen Industriegesellschaften besonders abhängig sind, dass die sehr ungleich verteilt sind. Und es war schon immer grünes Interesse, nicht erst seit der Ukraine-Russland-Krise, aus weniger Ressourcen mehr zu machen. Insbesondere gilt das auch für Energie. Und ich hoffe, dass das, was wir im Moment erleben, auch die Schwierigkeiten, sich zum Beispiel zu überlegen, wie man zu Wirtschaftssanktionen kommen kann, ob man das überhaupt riskieren kann, dass das dazu führt, dass wir über Energieeffizienz und über erneuerbare Energieproduktion anders und offensiver wieder reden als in den letzten Monaten. Aber ist das nicht grüner Wunschtraum, zu sagen, auch wenn wir die Erneuerbaren ein bisschen ausbauen und noch ein bisschen Energie einsparen, dann brauchen wir das russische Gas gar nicht mehr? Ich glaube, dass gerade angesichts der Krise zwischen Russland, der Ukraine und der Europäischen Union keine Zeit zum Träumen ist. Ich bin auch überhaupt nicht der Meinung, dass es leicht ist, aus solchen Abhängigkeiten wie bei Gasimporten, Öl und anderen Rohstoffimporten rauszukommen. Ich bin auch keine, die sagt, wir müssen sofort autark werden. Das halte ich für naiv. Für mich ist deshalb gerade auch gegenüber dem Europäischen Rat, gegenüber den Mitgliedstaaten der Europäischen Union jetzt wichtig zu insistieren, dass ohne ein Energieeffizienzziel wir keine kluge, verantwortliche Energiepolitik machen. Wo siehst du denn da die größten Potenziale? Wo kann man denn, nehmen wir jetzt mal Deutschland, noch Energie einsparen? Man kann in allen Bereichen Energie einsparen. Man kann bei der Gebäudeversorgung, bei Heizung und Kühlung enorm viel einsparen. Man kann im Verkehrsbereich enorm viel einsparen an Energie. Wir haben hier die letzten Jahre wahnsinnig gestritten darüber, dass die Autoindustrie eigentlich besser zukunftsfähig wird, wenn sie heute ja auf die smarten, effizienten, kleinen Autos setzt. Das schützt das Klima, aber das schafft eben auch die Märkte der Zukunft und sichert damit auch Arbeit. Man kann im gesamten Energiebereich bei der Erzeugung, bei der Verteilung, beim Verbrauch enorm viel einsparen. Und das Gute an offensiven Effizienzstrategien ist eben nicht nur, dass sie Klimaschutz sind, dass sie auch Ressourcenschutz garantieren, sondern dass sie auch sehr viel Arbeit schaffen. Klar ist, das alles kann nicht innerhalb von 2 Wochen gehen, aber kannst du irgendeine Zeitspanne geben, wie lange so eine Umstellung dauert? Also wir hatten in den letzten Jahren in Europa bei den Erneuerbaren pro Jahr ungefähr einen Zuwachs von 5% erneuerbarer Kapazitäten, 5% erneuerbare mehr jedes Jahr. Das war zurückzuführen in erster Linie auf ein verbindliches Ziel, 20% Erneuerbare bis 2020. Jetzt sind wir in einer Situation, in der die Europäische Kommission ein sehr schwaches erneuerbaren Ziel für 2030 verankert hat, dass wir gegen dieses schwache 27% Ziel 2030 angehen. Das hat damit zu tun, dass wir, wenn wir das so lassen, wie die Kommission das vorgeschlagen hat, nur noch einen Zuwachs von 1% jährlich erleben werden. Mit solchen Zielen, wie die EU-Kommission sie vorgeschlagen hat, kommen wir überhaupt nicht weiter. Welche Verantwortung hat da jetzt die deutsche Bundesregierung? Die Bundesregierung muss endlich mal aus ihrer Doppelsprechstrategie rauskommen. Zu Hause behaupten die immer noch, sie treten für Energiewende ein. In Brüssel merkt man davon nichts. Also da ist wirklich jetzt endlich mal eine Verantwortung gefordert. Und auch nochmal wirklich in Blick auf die Ukraine. Ich glaube nicht, dass man die Krise akut da wahnsinnig beeinflussen kann mit solchen langfristigen oder mittelfristigen Ideen. Aber wer das sich anguckt, und das tut Sigmar Gabriel ja auch, das tut die Kanzlerin auch, der muss ein ganz großes Interesse haben, dass die Europäische Union endlich sich entscheidet, dass Erneuerbare und Energieeffizienz, dass das ein zentraler Pfeiler der europäischen Energiestrategie sein muss, was früher Euratom gewesen ist in den Gründungsjahren, was die Verträge für Kohle und Stahl waren. An diese Stellen muss heute sowas treten, so ein Aufbruchssignal treten, eine Aufbruchsstrategie treten für Erneuerbare und für Effizienz.
Dankeschön.